Ja, recht schönen guten Nachmittag. Nach all den Vorschusslorbeeren habe ich immer gesucht, über wen man wohl spricht. Ich will ja eigentlich nur versuchen, Ihnen so ein kleines bisschen die Natur dieser Krankheit nahe zu bringen. Wir haben heute schon Prognosen gehört, wie viel Prozent der Bevölkerung etwa irgendwann mal mit einer malignen Erkrankung wie zum Beispiel Krebs, und das sage ich also ganz bewusst so, konfrontiert werden. Die inoffiziellen Schätzungen sind jeder Zweite, 50%, und scheinbar gibt es keine Therapie. Nun, ich habe mich am Ende meines Studiums mit der Krebstherapie befasst, indem ich die Ergebnisse ausgewertet habe, die beim Kolumnkarzinom, also beim Gebärmutterhalskrebs, gewesen sind, und habe verglichen, was passiert, wenn man operiert und was passiert, wenn man bestrahlt. Die Ergebnisse waren genau die gleichen. Das Einzige, was mich damals geärgert hat, war die Tatsache, dass viele Patientinnen, die überlebt haben, umgezogen sind. Und ich musste die finden und feststellen, ob die überhaupt noch leben. Damals konnte ich mir nicht erklären, warum. Heute weiß ich es natürlich. Es waren die geopathischen Stresszonen. Wenn die umgezogen sind, sind sie von der Ursache, von der Bestrahlungsursache weggekommen. Sicherlich nicht der einzige Grund, wie wir dann gleich sehen werden. Nun, aufgrund dieser Erfahrung habe ich mich etwas näher mit der Natur dieser Krankheit befasst und zu meinem großen Erstaunen festgestellt, dass es Krebstherapien seit den 20er Jahren gibt. Seit etwa den 20er Jahren gibt es erfolgreiche Krebstherapien. Nur hören Sie davon nichts. Ich werde da noch ein kleines bisschen drauf eingehen. Nun, ich habe hier ein bisschen Sonne mitgebracht, vielleicht können wir das etwas schärfer einstellen. Ja, sehr schön, danke schön. Das heißt, sinnvolle Krebstherapie. Das ist etwas provokativ. Was ist sinnvolle Krebstherapie? Nun, sinnvolle Krebstherapie ist eine Therapie, die den Patienten auch tatsächlich hilft. Nun, bei soliden Tumoren ist die Kontrolle über das Zellwachstum verloren gegangen. Und deswegen heißt die sinnvolle Therapie Wiederherstellung dieser Verbindung zur Natur und nicht gegen die Natur. Das heißt, Vergiftung ist keine sinnvolle Krebstherapie. Die offizielle Medizin, lassen Sie mal so nennen, spricht von den sogenannten 5-Jahres-Überlebensziffern. Deswegen hieß meine Doktorarbeit auch 5-Jahres-Überlebensziffern bei Patientinnen mit Kolumnkarzinom. Das heißt, in der Pharmaindustrie gesteuerten Schulmedizin bedeutet Heilung, dass der Patient 5 Jahre überlebt.